Internat. Ah, und da die Schwimmhalle. Endlich bin ich wieder in der Schule. Mann, die Ferien, die waren so toll. Jetzt freue ich mich aber wieder auf die Kinder und auf das neue Schuljahr. Landing, landing. Ah, hallo Herr Müller. Schön, dass Sie auch mal wieder da sind. Hallo. Na, wie waren die Ferien? Ja, doch ganz gut. Darf ich Ihren Ökotag einpacken? Aber gerne, wenn Sie das. Schön, dann werde ich das gleich erledigen. Viel Spaß mit Ihrer neuen Klasse und auf Wiedersehen. Ja, bis nachher. Auf Wiedersehen, ciao. Ah, hallo Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Ich habe mich echt gut erholt. Ich war auf dem Mars am Sternenringstrand. Oh, hallo Herr Connor. Ich hatte auch schöne Ferien. Ding dong. Alle Kinder bitte in die Aula. Die Jahres-iPads werden nun ausgeteilt. Eure Lehrer werden gleich kommen. Oh, ich muss schnell in die Aula rennen. Hallo, Müller. Hallo. Papa, Papa. Erstmal guten Tag, Herr Müller. Ah, guten Tag. Hier können Sie Ihre Jahres-iPads für Ihre neue Klasse abholen. Ich habe schon gehört, mit 15. Ja, danke. Ich muss jetzt aber schnell hoch. Ja, machen Sie nur. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Ciao. Ah. Hallo, Kinder. Na, wie geht's euch? Ganz gut. Ja, das ist toll. Und ich glaube, ich bin in Ihrer Klasse, Herr Müller. Na, das freut mich aber. Ihr bekommt gleich eure neuen Jahres-iPads mit den Start-Apps Mathe, Bio, Geo, Teleportieren und viel mehr. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Turnhalle an. So, gleich hier haben wir zwei Tore. Fußball? Ja, natürlich. Hockey, ne? Ja, Hockey auch. Eine Laufbahn. Echt? Schön. Und ein Basketballfeld. Oh ja, Basketball, das Tor. Genau. Ist der so groß? So, jetzt lass uns aber erstmal den Biologieraum angucken. Also wieder einen Stockwerk tiefer. So. Ab zum Bioraum. Hier vorne ist der Bioraum. Hier haben wir viele Möglichkeiten, etwas zu lernen. Mehr Infos findet ihr auch an Lernpads. Könnt dann die Bio-App öffnen. Aber dazu später mehr. Da vorne, auf dem Balkon, ist ein riesiger Tropenbaum. Ein Tropenbaum? Ja, das gibt's nur hier bei uns. Oh, Wahnsinn. Das ist ja schaut riesig. Mal, wie riesig und schön er aussieht. Cool. Guck mal, was das für ein dicker Stamm ist. Wahnsinn. Und so viele Blätter und so. Kinder, was haltet ihr von einem Geo-Raum? Ja, Geo. Toll. Ich zeig euch diesen schönen Raum. Geo ist doch cool. Herr Müller, was unterrichten Sie? Wir unterrichten Deutsch und Sport bei euch. Oh, schön. Ich freue mich schon. Guck mal. Da hinten sind Teleporter. Teleporter? Ja, ein Teleporter. Wow. Er bringt uns überall hin, wo wir gerade im Unterricht sind. Echt? Wahnsinn. Cool. Teleporter. Vielleicht können wir ja nachher mal in den Urwald. Oder nach Amerika reisen. Oh, cool. Was wollt ihr denn mehr? Urwald! Urwald! Ja, okay. In den Urwald. Aber jetzt erstmal in die Kantine. Und stärken. Ja, cool. Doch gut. Wie geht das denn, oder? Ja, also, wenn ihr ein Essen wollt, müsst ihr es auf euren Pads bestellen. Und dann hier vor Ort einscannen. Hallo, ihr Frischlinge. Ich habe eben eure Essensbestellung bekommen. Sieht alles sehr lecker aus. Ich werde sie nur an den Kühlschrank verleiten. Außerdem werde ich aufpassen, dass sie keine Essensschlachten macht. Ja, machen wir nicht. Nein, das können wir gar nicht. Oh, das war mal wieder lecker. Und es kommt sogar aus unserem eigenen Anbau. Wow. So, jetzt aber schnell mit der Bahn zur Schwimmhalle. Emila, was ist das für eine Bahn? Ja, also, das sind Bahnen mit 1000 PS und die können sogar 100 km/h fahren. Wow, echt? Das ist ja. Ja, und sie werden mit Wasserstoff angetrieben, also ganz natürlich. Wow.
cool. Oh, und hat die Schlange eigentlich ein Netz? Ja, natürlich haben die das. Wahnsinn. So, ab geht's! Philipp, hast du gesehen, die Schwimmblumen? Ja. So, Kinder, das hier ist die Schwimmhalle. Da werdet ihr auch ab und zu mal Sport haben. Ihr könnt immer und jederzeit schwimmen gehen, wann ihr wollt. Wow. So toll. Oh, die ist ja cool. Junge, die ist lass groß. Uns ja, genau. Sagt mal, hatte ich euch nicht noch was versprochen? Ja! Der Urwald! Und der Urwald! Ja, genau. Dann schnell zurück in die Schule, ne? Ja, klar, ja. Immer doch. Und was ist das blaue Haus denn da hinten gewesen? Das ist das Internat. Ach so. Aber da wollen wir die nicht stören. Nein. Da könnt ihr später auch mal rauf, wenn ihr guter Schüler seid. Ach, ich kenne doch dieses Haus. Ich habe sie vorhin gesehen, wie sie mit dem Flugzeug hierher geflogen sind. Da flogen sie doch über dieses Haus, oder? Ja, das war ich mit meinem Öko-Jet. Ah, cool. Öko. Aber jetzt will ich erstmal in den Urwald. Oh, ja, auch. Ab in den Gehraum. Aber schnell, kommt. Komm, wer schneller kommt als ich. Und natürlich nicht natürlich. Sei nicht so angeberisch. So, dann mal. Ab in den Dschungel! Ja!